Sam stirbt, Nathan stirbt, Elena stirbt, alle sterben. Hoffentlich Nadine nicht. Nadine wird der neue Hauptcharakter. Das wird super, ich freue mich. Neue Folge Uncharted mit Daniel und mir. Hallo. 44. Hallo Daniel. Mir ist übrigens Dennis. Ja, ich bin Dennis, hallo. Das ist Elena, die ist ziemlich süß, aber das interessiert uns jetzt gerade nicht. Wir müssen diese Tür ist auch süß. Genau. Und dahinter ist, what the fuck, das sieht geil aus. Das sind tote Piraten-Kapitäne. Na, das auf der Party. War das Bankett, wo er ihnen einen Frieden angeboten hat, den anderen Nachbarn, ja. Und sie aber alle vergiftet hat oder so. Irgendwie sowas. Nee, wo Avery alle vergiftet hat. Na, meine ich ja, wo Avery sie alle vergiftet hat. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Wetten, so war das? Dann hat er sie alle zu sich gerufen. Hm? Leute, wir begraben jetzt das Kriegsbeil. Kommt. Kommt. Was? Oh, alle tot. Sie sind... Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Die toten Gründer von Libertalia. Ja, die waren es mal. Ich bin keine Pathologin, aber ich würde sagen... Gift? Diese Drinks? Gut, dass sie keine Pathologin ist. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Mhm. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Gezeichnet Thomas Two. Der Two, der alte, das alte Schlitzohr. Wollen wir wetten? Dass sein Stuhl frei ist? Thomas Two? Henry Avery. Avery. Die beiden einzigen, die überlebt haben. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig. Aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und die Schätze, es wurde ungemütlich. Gut. Ja, ungemütlich Avery ist ein gutes, laden sie hierher ein. Und, wie war das? Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Haben sie geschafft. Ja. Avery erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit. Ahoi, Matrosen und so. Arr. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Und das gefällt denen aber auch nicht. Nee, sie wären gern nur noch ein Mann wahrscheinlich. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, ich, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tus Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Ach, das ist so furchtbar, da ist so viel Unausgesprochenes in der Luft. Das geht mir so auf den Sack. Also ich finde es ja gut, dass das Spiel das so macht, aber so wenn in der Realität, in meiner realen Lebensbeziehung und so, wäre das so anstrengend. Ich könnte überhaupt nicht mehr geradeaus laufen, weil ich so Schmerzen hätte im Brustkorb die ganze Zeit. Genau, das haben wir ja vorgelesen. Ich nehme es aber trotzdem mal mit, weil mehr Zettelchen dabei habe, ist immer gut. Und hier lag doch noch mehr. Ich hab das doch eben gesehen, oder? Da ist doch noch was. So. Für die Nachwelt. Malt er jetzt ein Bild davon? Ja. Hat er jetzt ein sexy Bild gemalt? Warte mal, das gucken wir uns mal an. Was hat er gemalt? Geil. Honor among Thieves. Ja, trifft zu. Die Ehre unter Dieben. So hätte das Spiel auch heißen können. Aber einige sind ja auch schon davor umgebracht worden, ne? Ja, ja, so drei oder so. Das hier durch den Typen, dessen Namen ich vergessen habe. Na, Condent hat ja irgendwie England und noch einen umgebracht. So habe ich das verstanden. Na, guck sie dir mal in Ruhe an, nochmal bitte.
Ich bin jetzt nur heiß drauf, weil das war jetzt, genau, die Bilder kennt man ja dann. Das sieht schon ganz schön geil aus. Ach, ein Piratenabenteuer. Ja, ist schon schön. Und wenn du mal auf die andere Seite gehst, gab's da noch was zum Einsacken? Hier jetzt, auf der Tischseite. Mhm. Hier vorne lag ja der Brief. Und hier... Der hat sich richtig breit gemacht. Ja, es muss auch mal sein. Nee, sieht nicht so aus. Aber die Gesichter, die kenne ich auch halt von, wo ich jetzt war, beim Rock im Park. Das sah teilweise genauso aus. Da sehen die exakt, genau. War es auch ähnlich schlammig, wie Nate aussieht, ne? Das ist ja immer so. Jetzt haben wir das Geheimnis hinter der Tür gelüftet. Sehr gut, jetzt müssen wir nur noch zu Avery ins Haus. Hey, hier hoch. Langsam. Hübsch. Ich würde aber nicht langsam machen, wir wollen ja schließlich wissen, wie Sam geht und was aus Two und Avery geworden ist. Oh, das lief mal wieder eher so mittel. Ihr Job ist auch hauptsächlich immer zu rufen, Nate! Da ist die Butze. Ah, das ist tatsächlich ein etwas größeres Haus noch. Dezent. Okay. Warum hat Avery die Leute nicht zu sich eingeladen, sondern zu Thomas Two? Hm. Na, weil er musste viel zu sehr aufräumen bei sich. Ins kleinere Nachbarhaus, so. Ich lade die doch nicht zu mir in mein Haus ein, ich bin froh. Gartenhaus. Ja, na gut, kleineres Nachbarhäuschen ist, aber die sind wirklich immer kleiner dann nach hinten raus, ne? Die werden immer so ein bisschen kleiner. Ja, aber jedes Haus exakt für einen. Das Ding ist echt ganz schön groß. So, jetzt kommen wir auch wieder in die Nähe von Spießgesellen, die uns Böses wollen. Wie kommen wir denn jetzt? Da kommen wir nicht lang. Kommen wir hier lang? Da sind Kanonen. Mit Hilfe der Kanone. Da geht's rein, da geht's in die Küche, aber ich guck mir trotzdem kurz mal hier die Kanönchen an. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann die Erde. Tut mir leid. Ja. Ja, ziemlich schlecht. Der war bestimmt auf Englisch. Das ist mein Schatz. Wo? Da. Der war bestimmt auf Englisch irgendwie besser. The Gun and the Gift, weißt du, wegen der Alliteration. Mhm. The Gun is more powerful than the Gift. Wir sind da! Vor zwei Folgen haben wir noch gedacht, oh, es ist weit. Und jetzt sind wir da. Im Haus des großen Matadors, des großen Herren und Meisters. Des größten Piraten aller Zeiten. Behauptet zumindest. Spiel. Genau, dieses Spiel. Ich würde ja immer noch sagen, dass Klaus Störtebeker der größte Pirat aller Zeiten war. Aber auch einfach nur, weil es der größte Pirat Deutschlands war. Des Tages pompös. Warum hat er Thomas Two nicht getötet? War er sowas wie seine rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Ja. Was, der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du Macho Nacho? Es war was ein ist das? Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von so, einem Macho wie, Nacho. Das ist sowas wie Taco Bell oder so. Gibt das echt? Nee. Aber das ist wahrscheinlich sowas wie Taco Bell, also so ein Fastfood-Laden mit Nachos halt. Das funktioniert noch. Also halbwegs. Ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so mega gut gestimmt nach all der Zeit, aber. Aber mit dem Granatwerfer wird es noch besser funktionieren. Ich denke, das kann man auch probieren. Macht irgendwie keine Geräusche, seltsam. So, so, hier sind Löcher im Boden. Löcher im Boden, genau. Hier komme ich her, ne? Ja. Hier bin ich reingekommen. Genau, dann gehen wir jetzt hier einfach runter. Rutschi rutsch. So, hier sind hüfthohe Deckungen ohne Ende. Ich könnte mir vorstellen, das könnte zu Schießereien kommen. Hier sind auch Munition und Waffen. Und die Mettler. Die gute alte Mettler. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Ja, brauchen, ist ja egal. Mal sehen, wo sie sind. Fußspuren. Also hier sind auf jeden Fall welche. Okay, wo sind sie denn jetzt? Hin, die Freunde. Die Shoreline-Söldner. Da geht's auf jeden Fall irgendwie hoch. Und da auch, ich glaube von alle Richtungen. Ja, okay, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Nein, die wurden alle verzaubert. Achso, sie sind jetzt kleine Frösche. Oh ja. Wir müssen Henry Avery persönlich besiegen mit dem Abwerfer. Das wird dann das große Finale. So, hier sind nochmal irgendwelche, aber die kommen... Hey, na bitte. Achso, das sind aber die, die hier die Treppe hoch sind. So, dann gehe ich jetzt mal in die Richtung da lang.
hier. Jetzt haben sie auch noch so eine Fußspurensuche damit eingebaut. Das ist ja auch nicht. Oh, ich bin sehr neugierig. Wo sind die denn jetzt alle? Also ich meine, die waren vor vielleicht einer halben Stunde, standen die alle vor der Tür da draußen. Und jetzt sind sie alle weg. Wo sind die denn? Ich denke, das liegt hier auch alles aus Absicht rum, ne? Ja. Einfach nur, um die wahrscheinlich schon Wahrnehmung hochzuhalten, dass ja eigentlich die Pausen da sein müssen. Jetzt fragt sich jeder, ja, wo sind die hin? Wo mehr sind die Sträuche hin? Elena läuft nach unten. Ich werde ihr jetzt einfach mal folgen. Hier drüben. Und auf einmal hören die Spuren auf. An dieser Tür. Und hinter dieser Tür. Durch diese Tür. Verbirgt sich das große Geheimnis. Nämlich der Geist von Avery. Oh, Mano. Es sei denn, sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja, aber wenn sie was gefunden haben, dann wollen sie es doch auch ausschaffen, oder? Auf jeden Fall machst du jetzt auf dich aufmerksam. Na gut. What? Ach, guck mal, da sind die. Ich hatte schon gedacht. Okay, Leute, das wird interessant. Jetzt wird nämlich endlich wieder ganz well. Wow. Elena, kannst du mal aus dem Weg gehen? Ich finde, gab noch so einen dicken Ding, kannst du das machen, ja. Au. Ja, da war die Granate tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Aber das kriegen wir jetzt wieder hin. Ach, scheiße, zu weit. So, leider hatte der nur 3 Schuss. Das ist tatsächlich nicht so viel. Und jemand anderes hat schon direkt verballert. Ja. Wer das wohl gewesen sein kann? Keine Ahnung. Hätte ich doch mal irgendwie mir was Besseres als den Granatwerfer geschaut. Der ist echt dick gepanzert. Den kriege ich nie im Leben. Aber du kannst da runterspringen oder rüberspringen. Ja, das war jetzt blöd. Ah, oh, scheiße. Na! Scheiße. What the fuck? What the fuck? Gut, dass hier so viele hüfthohe Deckungen rumstehen. Fast so, als hätte ich was beim Level-Design gedacht. Die Mettler. Natürlich. Andererseits, mir passt die Stimmung nicht. Ich habe keine Lust mehr. Nee, jetzt nicht mehr, ne? Irgendwie ist es vorbei. Ich weiß auch nicht. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Man schreibt keine Klausuren mehr, wo man mit Matt sein Lernvermögen steigern kann. Oh. Hab ich ihn weggesniped? Ich hab ihn weggesniped, na. Das war Sam! Das sah ein bisschen so aus, ja. Ach, man darf ja immer nicht, wenn sie gerade mitten in der Sequenz ist. So, jetzt darf ich aber. Danke dafür. Au. Ich hätte gerne mal... eine Portion Mettler. Genau. Ich hätte gerne ein paar tote Gegner, das wäre schön. Der da oben nervt mich massiv. Ich habe keine Zeit, auf den mal zu zielen. Als ist er runtergehüpft. Nee, ist er nicht. Der sitzt immer noch da. Fuck! Och, Mann! Was war schon mal sehr gut. Aber wo kam denn der jetzt her, Daniel? Was ist denn da los? Er kam von hinten. Ich habe keinen Rückspiegel. Das könnte mein Problem sein. Aber ich glaube, das ist schon weiter gescriptet, ne? Ja. Ich nehme jetzt hier die dicke Ding und dann ficke ich die alle in den Po. Jetzt ist wieder Gears of War, oder was? Ja. Es geht jetzt tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Ach, ich darf mich nicht in Deckung begeben. Gut, dann wäre jetzt eine Panzerung nicht schlecht, weil man natürlich jetzt ein bisschen frei steht. Oder? Aber andererseits, wen interessiert es? Ich habe eine Minigun. Oder ein schweres Maschinengewehr. Das ist ja keine Minigun. Vielleicht ist das nicht. Aber der hat auch eine Minigun. Ah, fuck. Wo ist denn der jetzt? Es ist Zeit für Heilung. Aber vor allen Dingen ist Zeit für mehr Munition. Ich gehe mal hier in diese hervorragende Deckung. So. Ah! Da ist er ja. Ich bin schon gesucht. Ich hab dich schon gesucht. Du weißt, du musst diese Sequenz schaffen. Ich schaff das doch nicht. Wenn man sich nicht schleichen kann. Ja, hier kann man nicht schleichen, glaube ich. Ich glaube, sie verbieten einem das Schleichen. Oh Mann, wieso sitzt denn jetzt direkt über uns einer? Das finde ich nicht nett. Ja, ich weiß, dass da einer ist.
Ah, das ist schon wieder so eine Kacke mit drei Schuss nur. Oh, fuck. Oh, fuck. Der tritt mich gerade. Nein. Oh, Mann. Na gut. Einen mache ich noch. Schmeckt gut, der Tee. Der Tee, der Bärchentee, wir nennen den immer Bärchentee. Weil da ist ein Bärchen vorne auf der Packung drauf. Eigentlich ist das Einschlaftee oder so, so Gute-Nacht-Tee oder sowas. Aber ich gehe jetzt einfach mal rechts. Bei dieser gemütlichen Sequenz schlafe ich auch schon fast. Genau, ein. Das ist ja jetzt hier gerade so ein bisschen entspannter. Da kann man auch einfach mal sich zurücklehnen. So. Gegensätzlich zur Gesinnung jetzt einfach mal rechts rum. Kannst du ganz nach oben? Ja, das habe ich vor im Leben, aber auch im Spiel. Okay, machen wir das im Spiel auch. So, kannst du den Scharfschützen da auseinandernehmen? Wobei es jetzt schon schwierig ist mit zwei Typen hier oben. Aber den einen habe ich schon mal. Den zweiten hole ich mir auch noch. Jetzt rollerst du dich noch weg und nimmst den da weg. Ach. Dann bist du ja schon aus der Haut. Oh, guck mal, wie geil ich das mache hier. Wie ich sie alle wegficke, ey. Und jetzt deckst du dich nochmal. Wir sind ja alle in der Haupthalle, sprich, sie können jetzt nur noch durch die kleine Tür durch. Ja. Scheiße. So. Jetzt hast du auch die Gefahr eliminiert. Fuck, und bist wieder da unten. Ne, ich wollte jetzt hier rüber, weißt du? War das habe ich so gedacht? Ja, das war so geplant. Weil ich nämlich gerade voll on fire bin, Mann. Bin ich nämlich hinter ihm. Oh, bin ich an fire. Jetzt hast du die Kupferkopf. Wow, fuck. Aber der ist... Oh, fuck. Du mir noch was anhaben kannst. Oh, der hat eine geile Arx. Das ist ein toller Name für ein Gewehr. Auch ein schönes Gewehr. Das habe ich mal bei Call of Duty immer gerne genommen. Call of Mutti. Ihr habt mich. Ich hab euch. Ihr wisst überhaupt nicht, was eure Situation gerade ist. Ihr Trottel. Sind noch Gegner? Da unten ist noch einer. Ansonsten hast du doch hier, glaube ich. Ganz gut aufgeräumt, oder? Würde ich sagen. Weil die mich letztes Mal von oben nach unten alle. Oh. Der weiß gar nicht, was ihm passiert. Ne? Gott, wie das Spaß macht, wenn es mal läuft. Bist du okay? Ist schon ein geiles Spiel. Das macht schon echt Spaß. In den Hintern halt. Okay, in den Hintern. Ja, jetzt mach die Tür auf. Welche Tür? Die Tür da drin. Achso, die, okay. Ja, ich gehe da noch schnell hin. Ich bin jetzt Story heiß. Ich will auch wissen, was da jetzt ist. Komm, wir gucken jetzt. Wir gucken jetzt hinter die Tür. Das gönnen wir euch jetzt noch, Leute. Das habt ihr euch verdient. Aber ey, komm, die letzten 3 Minuten waren ja wohl Sahne-Gameplay, was ich hier geliefert habe. Ja. Da kann man nur echt nichts sagen. Da war nichts. Wie jetzt? Ernsthaft? Achso, ich dachte, sie bleiben jetzt stehen. Ah! Ah! Da ist der Avery persönlich. Das ist Thomas. Das ist garantiert der Thomas. Was ist das? Ich bin Thomas Tu. Ich bin tot. Achso, nee. Doch. Lies vor. Treue Untertan. Die Sonne über unserem Paradies geht unter. Wir müssen seine Reichtümer verteidigen. Der Verräter Tu weiß alles über uns. Na, natürlich. Haben die sich am Ende auch noch gegenseitig umgebracht. Ich hab gesagt, dass Avery den Damm zerstört hat. Das ist voll das Arschloch ist. Meinen Schatz durch den Gang zum Schiff. Und weg ist, weg ist der Schatz. Er ist nochmal woanders. Wohl eher nicht. Ich fass es nicht. Danke dafür. Lord. Ach, come on. Jetzt ist der Schatz, ist er mit dem Schiff. Der ist jetzt nämlich in Brasilien. Oder so. Ganz ehrlich. Oder in Japan. Das hätte ich nicht erwartet. Oder. Ach Gott. Ja, wir machen Päuschen an der Stelle. Nächstes Mal geht's weiter mit Uncharted. Wir wissen jetzt zumindest, der Schatz ist wahrscheinlich nicht hier. Höchstwahrscheinlich. Aber vielleicht ist hier Sam und... Wäre auch schon mal was. Dann können wir den retten. Dann sind wir wieder so weit wie vor der gesamten Aktion mit dieser Insel. Ja. Weil da hatten wir auch... Wir haben aber Elena wieder. Immerhin. Prost. Prost darauf. Macht's gut, Leute. Ciao.